Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie Kalender funktionieren. Ich bin wie George R. R. Martin, nur ärmer. Egal, reden wir über Chaos. Und ich meine nicht das Ding in meinem Kopf nach einer Flasche Jägermeister, sondern das Konzept aus dem Warhammer-Universum. Um es so ungenau und stümperhaft wie möglich zu erklären. Chaos sorgt dafür, dass Dinge existieren, weil Menschen glauben, dass sie existieren. Also gibt es Dämonen, weil Leute an die Existenz von Dämonen glauben. Dabei ist es wichtig, wie viele Leute glauben, dass sie existieren. Um ein Beispiel zu geben. Wenn nur ich alleine glaube, dass Süßigkeiten Werwölfe abhalten, haben die Werwölfe einen kleinen Snack nebenbei. Aber wenn der Glaube, dass Süßigkeiten Werwölfe abhalten, weltweit verbreitet ist, wird ein Snickers zu einer gefährlichen Waffe. Egal, ob der Werwolf allergisch gegen Erdnüsse ist oder nicht. Wenn man das mathematisch berechnen wollen würde, wäre die Formel wahrscheinlich Anzahl der Gläubigen mal Stärke des Glaubens durch räumlicher Abstand. Was bedeuten würde, wenn die Mitglieder eines Kultes über die ganze Welt verteilt sind, ist ihr gebündelter Glaube schwächer, als wenn sie alle am selben Ort versammelt sind. Cool am Chaos ist übrigens, dass es sich selber füttert. Der Glaube an Dämonen erzeugt Dämonen, wodurch sich der Glaube an Dämonen weiter verbreitet, dadurch gibt es mehr Dämonen und so weiter. Dieses Konzept bestimmt übrigens auch, wie Dämonen und als Angriff aus Chaos geboren wird, aussehen, sich verhalten und was für Fähigkeiten sie haben. Wenn sich also der Glaube an Dämonen ändert, ändern sich dadurch auch die Dämonen selbst. Wenn wir es als allgemeines Konzept betrachten, ergeben sich daraus zwei Ideen. Nummer 1. Ein Wesen aus Europa muss nicht notwendigerweise seinem asiatischen Pendant entsprechen. Beispielsweise werden Drachen in Europa als monströse, bösartige Wesen gesehen, während sie in China fast gottgleichen Status haben. Nummer 2. Ideen über Fabelwesen und Dämonen ändern sich mit der Zeit. Beispielsweise gehört es einst zum Vampirmythos, dass die Blutsauger fließende Wasser nicht überqueren können und verschüttete Bohnen zählen müssen, während sie heute im Sonnenlicht glitzern. Also sind die Herkunft und die Entstehungsperiode eines Wesens genauso wichtig wie seine Spezies. Somit ist ein Dämon aus dem mittelalterlichen Europa nicht automatisch dasselbe wie ein Dämon aus dem modernen Japan. Dasselbe gilt auch für die Wirkung von Kreuzen und das Sprechen von Zaubern. So. Damit ich nicht wieder vergesse, Videos hochzuladen, habe ich mir einen Upload-Kalender gekauft. Enjoy!